herzlich willkommen zu unserem Online-Seminar zum Thema Jetzt laden mit den 5 Bausteinen der NWW ODR zur individuellen Elektromobilitätslösung. Heute in Kooperation mit der Erdgas Südwest und der NWW ODR. Dazu werden aber meine Kollegen nachher noch mehr sagen. Mein Name ist Stefanie Feil. Ich darf Sie heute durch unser Online-Seminar begleiten und werde das Ganze moderieren. Damit Sie wissen, was denn alles auf Sie zukommt, heute habe ich Ihnen einen kleinen Ablaufplan vorbereitet. Wir starten jetzt gleich mit meinem Kollegen Ingo Landthaler, der Erdgas Südwest, der Ihnen kurz darstellen wird, wie denn unsere Kooperation, unsere beiden Firmen denn aussieht. Und dann wird er übergeben an meinen Kollegen Sergej Ostapenko, der als Referent heute in unserem Online-Seminar drin ist. Die haben ihn vielleicht schon gesehen, er hat die Kamera an und Ihnen dann unsere 5 Bausteine zur E-Mobilität etwas näher bringen wird. Im Anschluss haben wir dann die Möglichkeit, Ihre Fragen nochmal ins Plenum zu bringen und zu schauen, was Sie denn bewegt im Bereich der E-Mobilität. Und jetzt darf ich aber direkt das Wort weitergeben an meinen Kollegen, den Ingo Landthaler, der Ihnen kurz unser Firmenkonstrukt vorstellt. Ja, Stefanie, vielen, vielen Dank für die Organisation und hallo zusammen. Das habe ich schon mir aufgeschrieben, sehr geehrte Damen und Herren, leider sehe ich keine Dame oder keine Kundin von uns, sehr, sehr schade. Aber trotzdem herzlich willkommen bei unserem ersten Webinar der Erdgas Südwest zum Thema E-Mobilität mit unserem Partner der MBW ODR zusammen. Für uns ist heute Premiere und darum freuen wir uns riesig, das Thema mit Ihnen zu diskutieren, zu besprechen und dann vielleicht dann auch zusammen in die Tat zu schreiten. Mein Name ist Ingo Landthaler. Ich bin der Leiter von dem Team, das all die Geschäftskunden, Industriekunden, Kommunalkunden der Erdgas Südwest betreut. Und wie man mir anhört, komme ich aus dem schönen Oberschwaben, aus Munderkingen und bin da schon seit über 10 Jahren im Vertrieb tätig. Und wir begleiten Sie ja schon jahrelang rund um das Thema Energie. Und das Thema Energie steckt uns in den Genen. Und da kam jetzt noch ein riesiges Thema mit dazu, nämlich die Elektromobilität. Von uns waren Sie bis jetzt gewohnt, wir haben alles, was aus der Steckdose oder aus dem Gas reinkommt. Wir haben schwimmende PV, wir haben Direktvermarktung, Strom- und Gaslieferverträge, alles aus einer Hand. Und jetzt kommt dieses neue Thema dazu, das mit riesigen Schritten voranschreitet, das aber auch unglaublich komplex und sehr spannend und interessant ist. Und da haben wir nach längeren Überlegungen und nach intensivem Gucken und Tun gedacht, ich glaube, das ist besser, wenn wir das zusammen mit einem starken Partner machen, nämlich mit der MBW ODR zusammen, die, wie der Name so sagt, auch eine Tochter der MBW ist, wie wir auch. Und hier haben wir auch schon erste Projekte zusammen erfolgreich umgesetzt. Aber da kommen wir, glaube ich, nachher noch näher dazu. Ich will mich dann auch mal dann ein bisschen im Hintergrund halten. Mich freut es auf jeden Fall, dass wir das erste Webinar zusammen machen. Ich freue mich riesig auf die Ausführungen von meinem Kollegen, vom Sergej. Und Sergej, feuerfrei und vielen Dank. Ja, lieber Ingo, vorher grätsche ich noch schnell rein. Sie haben es auf Ihrem Bildschirm gesehen. Wir haben noch eine kleine Frage für Sie vorbereitet. Also Sie dürfen jetzt selbst aktiv werden, bevor wir ins Thema reinstarten. Einfach mal kurz abzufragen, wo Sie sich mit Ihrem Unternehmen denn aktuell befinden im Thema Elektromobilität. Ich darf Sie bitten, einfach die Frage auf dem Bildschirm kurz zu beantworten, damit wir einen Eindruck haben, was wir denn heute für ein Publikum vor uns haben. Und dann darf ich an meinen Kollegen Sergej Ostapenko weitergeben, der Sie nun in die 5 Bausteine der Elektromobilität zusammen mit der NWW, ODR und der Erdgas Südwest leiten wird. Steffi und Ingo, vielen herzlichen Dank für die wunderschöne Steilvorlage. Dann übernehme ich gerne das Wort und heiße Sie erstmal herzlich willkommen bei unserem ersten Webinar gemeinsam mit der Erdgas Südwest. Wie Sie ja schon in der Einladung gesehen haben, es geht quasi um die 5 Bausteine der NWW ODR zur individuellen Elektromobilitätsladelösung.
Und da werde ich Sie quasi dann sukzessive, Step by Step quasi in die Richtung leiten, beziehungsweise da einfach mal die ein oder andere Frage beantworten, die wir ja auch schon in der Einladung formuliert haben. Zuallererst möchte ich aber gerne mal kurz die Gelegenheit nutzen und mich kurz vorstellen, sowie auch die NBW ODR. Ganz kurz zu meiner Person, Sergej Ostapenko mein Name, bin 34 Jahre alt und betreue bei der NBW ODR das Thema Elektromobilität bzw. die Ladeinfrastrukturlösungen und eben zur NBW ODR. Man kennt uns als regionalen Energieversorger zwischen Hohenloher Ebene und Donauried bzw. sowie den Welzheimer Wald und dem Ries. Das ist unser Energiegebiet und hier sind wir regionale Energieversorger. Und wir beschäftigen uns, wie Sie schon sehen, seit summa summarum über 100 Jahre mit dem Thema Stromversorgung sowie auch mit dem Thema dementsprechend etwas später dann die Gasversorgung und das Glasfasernetz. Das erste Elektroauto hatten wir schon bereits Anfang der 90er. Das sind unglaublich interessante Geschichten, wenn man da ins Archiv blickt oder mit einem einen oder anderen älteren Kollegen da in den Austausch geht. Für die internen Dienstwege hat man das verwendet. Das war eine tolle Herausforderung und die Geschichten dazu sind natürlich unglaublich interessant. Und wie Sie hier schon sehen, Aufbau E-Ladeinfrastruktur seit 2010, ein paar Jahre später oder ein bisschen später, haben wir die auch ins Feld gebracht. Und das Thema E-Mobilität bzw. Fahrstromangebot seit 2018 im Portfolio. Wie Sie sehen, da ist sehr, sehr viel Wandel passiert und das Ganze hat natürlich dementsprechend auch ein neues Gebiet aufgemacht für uns und wir betreuen eben das Thema Ladeinfrastrukturlösungen. Und dazu habe ich einfach mal ein Zitat für Sie mitgebracht, um einfach erstmal das Ganze kurz wirken zu lassen. Wo stehen wir denn überhaupt? Wo geht die Reise hin? Und zwar, das will ich erstmal ganz kurz mal kommentarlos stehen lassen. Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu lassen und zu hoffen, dass sich etwas verändert. Und genau vor dieser Herausforderung haben sich einige Automobilhersteller gestellt und haben diese Herausforderung angenommen, weil wir eben in einer ganz, ganz verrückten, ganz interessanten Zeit sind vor der Mobilitätswende. Und ich habe hier einfach mal drei Ausschnitte, drei Screenshots mitgebracht, wie sich eben diese Automobilhersteller positionieren. Und zwar haben wir einmal beispielsweise jetzt Audi. Audi will nach 2026 keine neuen Verbrennermotoren mehr herausbringen, auch keine Hybridfahrzeuge. Somit endet dann auch in den 30er Jahren der Verkauf von reinen Verbrennerfahrzeugen als deutscher Automobilhersteller. Dann haben wir Stellantis. Stellantis wird sich 2027, das ist quasi schon morgen, mit reinen batteriebetriebenen Elektrofahrzeugen beschäftigen. Es wird eine reine BEV-Marke sein. Und sehr interessant natürlich einer der Vorreiter, Hyundai. Hyundai plant sogar bis 2035 das reine Verbrenner aus in ganz Europa. Und Sie sehen, das passiert nicht nur in Deutschland, das passiert auf der ganzen Welt. Es entsteht eine Mobilitätswende. Und dazu passenderweise habe ich Ihnen einfach mal ein paar Zahlen, Daten, Fakten mitgenommen, dass Sie eben auch sehen, wo die Reise hingehen soll, wie die Prognosen aussehen und eben die Planzahlen für das Jahr 2013, die auch von der Bundesregierung unter anderem kommen. Und zwar sollen in diesem Jahr 2030 bis zu 15 Millionen Fahrzeuge auf deutschen Straßen sich bewegen. Das ist eine sehr, sehr große Anzahl, wenn wir kurz einen Blick drauf werfen, wo wir uns heute bewegen, wo wir stehen. 2020 hatten wir circa 240.000 Fahrzeuge. Das war relativ, sag mal, die Anfangsphase. Ein Jahr später konnten wir sogar die Zahl verdoppeln. Und Sie sehen einen sukzessiven Wachstum. Heute haben wir weit über 1 Million Elektrofahrzeuge auf deutschen Straßen. Und auch später 2030 mit 15 Millionen, die müssen wir irgendwie mit Energie versorgen, weil hier entsteht auch der größte Unterschied. Sie kennen es, konventioneller Verbrenner, Sie fahren an die Tankstelle, tanken das Fahrzeug voll und fahren dann weiter. Und hier ist es natürlich in der Elektromobilität ein bisschen anders und deswegen haben wir unterschiedliche Ladeszenarien mitgebracht, um Ihnen das Ganze etwas transparenter zu präsentieren und dann eben auch zu zeigen, wann und wie oft ein Fahrzeug geladen wird. Wenn wir natürlich das quasi noch in Betracht ziehen, dass 22, 23 Stunden am Tag das Fahrzeug ersteht und nicht bewegt, stehen wir hier eigentlich vor einem Stehzeug und vor einem kleinen Fahrzeug. Aber dazu eben die Übersicht, welche Ladeszenarien haben wir denn überhaupt? Das Ganze ist ein bisschen aufgeteilt in einmal das Private, das erläutere ich gleich sukzessive, und einmal das Öffentliche. Bedeutet, im Privaten ist es eigentlich so,
Mehr im ländlichen Bereich hat man die Möglichkeit, eben zu Hause im Eigenheim zu laden. In den urbanen Gebieten, in den Großmetropolen sind es dann eher die Mehrfamilienhäuser oder eben die Wohnkomplexe, eben mit der Tiefgarage, die mit der Tiefgarage ausgestattet sind. Und ganz, ganz wichtig, der Arbeitgeber. Der Arbeitgeber eben die Firmenparkplätze auf dem privaten Gelände, sowie aber auch dementsprechend das private Kfz von den Mitarbeitenden. Das haben wir erstmal als privat kategorisiert, beziehungsweise dann dementsprechend die Studie, die hier zitiert wird, sowie aber auch auf der rechten Seite, wie Sie sehen, das öffentliche Laden. Hier haben wir die ganz normalen Ladehubs innerorts an den, sagen wir mal, an den Tankstellen, dann die Ladehub-Achsen. Das sind so die großen Ladeplätze, das sind die großen Ladeparks, wie beispielsweise von unserem Mutterkonzern, Stichwort Rudesheim oder Kämmerer Kreuz. Da sind eben neue große Ladeparks aufgebaut. Dann haben wir die Kundenparkplätze von Parkhäusern, beispielsweise im Einkaufszentren oder Lebensmitteleinzelhandel. Da gab es ja den einen oder anderen Vorreiter, die es vor ein paar Jahren sogar das Laden kostenfrei zur Verfügung gestellt hat. Und einfach grundsätzlich der Straßenraum. In dem Fall öffentliche Parkplätze im urbanen Gebiet sind eben diese Ladeplätze auch unglaublich attraktive Parkplätze. Und somit haben wir hier einen kleinen Unterschied eben. Wir haben einmal das Laden privat und einmal das Laden öffentlich. Und hier haben wir ein paar Zahlen mitgebracht, um eben, wie gehen wir damit um, dass wir 15 Millionen Fahrzeuge versorgen? Wie viele Ladepunkte brauchen wir? Beziehungsweise wie verteilt sich denn das Ganze? Und zwar, da will ich gar nicht wirklich in die Zahlenmatrix eingehen, sondern habe Ihnen für uns heute quasi auch im Aufbauend auf dem Termin den wichtigsten Fakt mitgenommen. Beim Arbeitgeber bewirkt sich der Anteil bei 23,6%. Das ist, runden wir mal einfach mal auf, haben 25% der Anteile verteilen sich beim Arbeitgeber. Und diese Reise wird da irgendwo hingehen und die muss aufgebaut werden. Das Ganze muss natürlich nicht nur für den Mitarbeiter attraktiv sein, auch für das Unternehmen. Das sind ganz viele Fragen, die uns da gestellt werden, mit denen wir auch nicht konfrontiert werden. Aber diese Fragen stellt man uns immer wieder. Und ich habe Ihnen einfach mal ein Summesorium von Fragen mitgebracht, die wir nahezu täglich beantworten. Und die Fragen sehen in dem Fall folgendermaßen aus. Wenn man beim Arbeitgeber Ladepunkte aufbaut, ganz klar die klassische Frage, wie viel Strom brauche ich denn überhaupt? Kann ich das mit der Infrastruktur heute machen? Muss ich da irgendwie nachjustieren? Wie viel Strom brauche ich? Dann, wie werden Ladevorgänge abgerechnet? Ist das ein händischer Prozess? Ist das ein automatisierter Prozess? Was passiert denn überhaupt im Hintergrund? Eine sehr interessante Frage, kann ich Mitarbeitern das Laden etwas günstiger anbieten, als kleinen Obolus, als kleinen Benefit eben für Mitarbeiter. Da haben wir später eine ganz interessante Folie für Sie. Und können Mitarbeiter auch den Dienstwagen zu Hause laden? Geht das überhaupt? Ist das technisch möglich? Gibt es einen automatisierten Prozess? Das ist eine Frage, die kriegt man immer wieder häufiger gestellt und deswegen auch die hier mitgebracht. Und ganz klar die klassische Frage, wie viele Ladepunkte brauchen wir? Und um diese Fragen zu beantworten, haben wir auch ein bisschen Erfahrung sammeln müssen, um eben hier auch dementsprechend Frage und Antwort zu stehen. Und da will ich einmal ganz kurz nochmal auf unsere Erfahrung eingehen, wieso wir diese Fragen beantworten können, beziehungsweise auch dementsprechend, wie unser Portfolio, wie unser Angebot aussieht. Wir haben seit weitaus mehr als 10 Jahren eine Erfahrung im Betrieb von Ladeinfrastruktur, vor allem im öffentlichen Rahmen. Das heißt, wir haben eine Flächenladeinfrastruktur beziehungsweise die zuverlässige Verfügbarkeit weit von über 99%. Ganz, ganz wichtiger Faktor, weil die Ladeinfrastruktur muss dementsprechend auch funktionieren und eben dieses Ladeerlebnis überhaupt zu ermöglichen. Wie wir uns positionieren, ganz klar als Full-Service-Anbieter für eben passgenau und skalierbare Ladeinfrastrukturlösungen im Segment Industrie und Gewerbe, um eben nicht nur eine Komponente abzudecken, sondern eben das gesamte Ladeerlebnis als Gesamtlösung anzubieten. Und des Weiteren haben wir uns natürlich auch Gedanken gemacht, eben als Full-Service-Anbieter, was machen wir dann außerhalb von der Unternehmenswelt, eben für diese öffentlichen Ladeplätze, Lademöglichkeiten. Und da haben wir eben ein eigenes Fahrstromangebot seit 2018, eben mit der Mobility Me. Und da haben wir heute Zugriff auf 400.000 Ladepunkte. Wir bewegen uns mit ganz großen Schritten und großem Tempo voraus, auf die 500.000 Ladepunkte eben zugreifen zu können. Und da will ich einfach nochmal auch die Gelegenheit nutzen, einfach eben den Anwendungsbereich für Sie etwas transparenter gestalten und eben auch zu zeigen, welche Ladeorte haben wir denn überhaupt hier berücksichtigt für eben diese Lösung, die wir Ihnen anbieten. Zwar natürlich ganz klar
der Ladeort im Unternehmen. Das ist natürlich die Priorisierung und in dem Fall auch, sag mal, das Hauptaufgabenmerkmal, auf das wir uns gesetzt haben. Dann natürlich, was passiert außerhalb der Unternehmenswelt? Wie laden wir die Fahrzeuge unterwegs? Und einmal gehe ich ganz gerne nachher kurz mal auf die Frage zurück, gibt es denn Möglichkeiten, Dienstwegen zu Hause zu laden? Aber nichtsdestotrotz haben wir hier auch einzelne Baustellen. Gehen wir mal ganz kurz wieder auf den Unternehmensstandort zurück, auf den Unternehmensladeort. Da sprechen wir von einer Ladeinfrastrukturlösung, die eben A, natürlich ganz klar skalierbar sein muss, um eben irgendwann mal diese 15 Millionen Fahrzeuge mit Energie zu versorgen, aber auch nicht nur AC, sondern auch DC-Ladelösungen. Das Ziel muss es sein, das Fahrzeug nicht so schnell wie möglich zu laden, sondern so schnell wie nötig zu laden und dementsprechend AC und DC-Lösungen. Dann die Frage, wie viel Energie haben wir denn zur Verfügung, beziehungsweise reicht mir mein Strom, salopp gesagt. Und da ist es so, ganz klar, ist auch das Ziel einer unserer Produktbausteine ein Lastmanagement, intelligentes Lastmanagement und eben das Ganze so effizient wie möglich zu nutzen, um eben mit der vorhandenen Energie, aber nichtsdestotrotz die Möglichkeit zu haben, so viele Fahrzeuge wie möglich effizient zu laden. Und das eine ist natürlich Ladeinfrastruktur aufbauen, die Energie zu versorgen, aber auch die Abrechnungsszenarien im Hintergrund. Wie werden Abrechnungsmodalitäten abgerechnet? Haben Sie damit als Unternehmen Berührungspunkte damit oder ist das ein vollautomatisierter Prozess? Das ist ein weiterer Produktbaustein, den wir natürlich berücksichtigen. Und sowie auch Service und Betrieb, wie vorhin erwähnt, 99% Verfügbarkeit, ganz, ganz wichtiger Fakt, um eben das Laden auch als Ladeerlebnis zu genießen. Außerhalb der Unternehmenswelt haben wir natürlich auch die Möglichkeit genutzt und uns eben die Mobility-Me-Ausstattung zu Herzen gelegt und haben die Möglichkeit, eben kleinere Unternehmen mit der kleinen Mobility-Me Business Small Flottenkarte auszustatten oder auch dementsprechend, wenn es da etwas größer sein sollte, mit anderen Zahlungsmodalitäten, die Mobility-Me Business Fleet. Und in der Konstellation mit Mobility Business Fleet hätten wir sogar die Möglichkeit, eine vollautomatisierte Business-at-Home-Wallbox an den Mitarbeitenden, der eben Anspruch auf einen Dienstwagen hat, zur Verfügung zu stellen und das Ganze in Verbindung mit einem vollautomatisierten, mit einer vollautomatisierten Abzahlungsmodalität, um eben das Ganze dem Unternehmen zu erleichtern, aber auch den Mitarbeitern den Vorteil zu geben, den Vorteil zu liefern, eben mit einem vollgeladenen Fahrzeug, das Haus zu verlassen, um eben beispielsweise im Außendienst auch dementsprechend auch die vollständige Reichweite des Fahrzeugs zu nutzen. Also wie Sie sehen, ganz viele Ladeorte, ganz viele Produktbausteine. Um da etwas nochmal Transparenz zu gewinnen, würde ich gerne nochmal auf diesen Punkt hier eingehen. Wie bauen wir Ladeinfrastruktur im Unternehmen auf? Und da kommen wir zurück auf unser Titel. Wir haben fünf Schritte. Wir haben fünf Schritte, die wir eben dafür benötigen, Ladeinfrastruktur aufzubauen. Das ein oder andere sieht man wirklich dann im Vordergrund, wie die Ladehardware, das ein oder andere passiert im Hintergrund. Einer der wichtigsten Schritte und der erste Schritt ist natürlich der Standortcheck. Man hat entweder eine Besichtigung oder durch ein Gespräch hat man die Möglichkeit, eben diese Realisierungsmöglichkeit zu beurteilen, die dementsprechend auch zu prüfen und eventuell zu konzeptionieren. Und wir überprüfen die vorhandene Infrastruktur. Haben Sie bereits eine vorhandene Infrastruktur? Und wie können wir diese auch in unsere Ladelösung integrieren? Der weitere Schritt, das ist der nächste. Wir beraten mit Ihnen das Ganze. Welche Ladelösung, wie vorhin kurz erwähnt, AC, DC, etc. Wie bauen wir das Ganze auf? Und wie konzeptionieren wir diese Ladelösung, um diese sukzessive wachsen zu lassen und auch dementsprechend eben die große Anzahl von 15 Millionen Fahrzeugen irgendwann mit Energie zu versorgen? In diesem Schritt beraten haben Sie natürlich auch das Angebot, dass Sie auch wissen, wo die Reise hingeht, den Aufbau, die Inbetriebnahme mit Ihnen gemeinsam Hand in Hand und bei größeren Ladelösungen ist natürlich das Thema Contracting auch ein wichtiger Faktor. Der weitere Schritt ist das Thema Lastmanagement. Wie vorhin gesagt, Energie ist nicht unendlich verfügbar, sondern wir müssen damit so intelligent wie möglich arbeiten, das Ganze so effizient wie möglich zu nutzen. Und hier haben wir bereits statische oder dynamische Lastmanagement-Lösungen, um eben ganz klar A, intelligente Nutzung und B, natürlich die Verhinderung von zu hohen Anschlussleistungen und sowie das Worst-Case-Szenario, die Lastspitzen, um die eben zu verhindern. Das ist ein weiterer Baustein, dass wir eben auch im Aufbau der Ladeinfrastruktur das Thema Bezugsleistung einfach einen Blick drauf werfen und dementsprechend auch in die Konzeptionierung mit berücksichtigen.
Dann etwas, was eigentlich im Hintergrund passiert, aber unglaublich wichtig ist, die Betriebsführung. Wir haben die Möglichkeit, eben die Ladepunkte zu überwachen, die im Backend zu pflegen, analysieren, dementsprechend auch zu sehen, wie eben der Anspruch der Ladepunkte beispielsweise immer mehr in Anspruch genommen wird. Wer lädt denn genau? Wie sehen die Ladeszenarien aus? Und auch ganz wichtig, die Fehlerbehebung, weil das eine ist, ein Ladevorgang kann nicht stattfinden aus irgendwelchen Gründen, und das zweite ist natürlich so rauszufiltern, an was liegt das denn? Ist eben etwas an dem Fahrzeug, ist vielleicht irgendeine Fahrzeugeinstellung dementsprechend der Grund dafür, oder müssen wir hier einfach nochmal etwas nachjustieren? Und in der Betriebsführung einer der wichtigsten Faktoren natürlich ganz klar die DGNV-Prüfung. Sie müssen dementsprechend immer eine sichere Hardware-Lade-Hardware haben, und das ist etwa auch ein Baustein davon. Sowie die Störungshotline 24/7, um eben die Möglichkeit zu genießen, einmal außerhalb der üblichen Arbeitszeiten auch eben eine Störung zu melden, sowie aber auch, wenn ein Ladevorgang nicht aktiviert werden kann, dann sind die Kollegen von unserer Leitstelle auch dementsprechend da und können die Möglichkeit nutzen, remote diesen Ladevorgang zu aktivieren oder dementsprechend diese Störung aufzunehmen. Und hier komme ich auf den letzten Baustein, auf den letzten Schritt. Wir haben ganz viele Lademöglichkeiten, Ladegruppen, aber wie rechnen wir das Ganze ab? Dazu haben wir passenderweise noch eine weitere Folie. Und zwar ist es natürlich wichtig, ein Baustein, den wir haben, oder ein weiterer Schritt ist die Abrechnung der Ladevorgänge gegenüber Dritten. Wie gehen wir damit um? Das Cashback-Modell sowie auch die Abwicklung des vollautomatisierenden Zahlungsverkehrs, damit Sie so wenig möglich Berührungspunkte wie möglich haben, aber das Ganze dementsprechend auch zuverlässig läuft. Und in der anderen Folie will ich genau, sag mal, Schritt für Schritt auf das Thema eingehen, wer darf denn laden, beziehungsweise welche Ladegruppen, welche Rollen haben wir denn überhaupt in Ihrem Unternehmen? Ganz klar, Ihr Unternehmen steht im Vordergrund. Und hier haben wir einmal die Gruppe der Mitarbeiter, die eben dementsprechend für einen gewissen Obolus bzw. überhaupt die Möglichkeit haben sollten, zu laden. Dann ist eine weitere mögliche Rolle in Ihrem Unternehmen klar, die Pool- und Dienstfahrzeuge, die müssen uneingeschränkten Zugang haben für die Ladepunkte der Flotte, sowie aber auch das dritte Szenario, eben Besucher. Und in der Konzeptionierung, in der Beratungsphase gehen wir da natürlich mit Ihnen drauf ein und entweder filtern wir die Rollen oder schauen, dass wir eben für alle Szenarien eine Lösung haben. Und hier ist es klar, wir haben mit Ihnen einen gemeinsamen Servicevertrag. Wir arbeiten, installieren, nehmen die Ladepunkte in Betrieb, sind quasi auch der Betreiber, der sogenannte CPO, und ermöglichen vor allem im öffentlichen Laden eben die Zugangsmedien und die Abrechnung, alle öffentlichen Ladepunkte zu nutzen. Genau, das sind so die unterschiedlichen Rollen. Und die bauen wir dann in der Ladelösung mit Ihnen gemeinsam aus. Welche von diesen drei Rollen darf an Ihrem Unternehmen Standort laden, beziehungsweise kann man das Ganze unter einen Hut bekommen? Und wie ich ja vorhin erwähnt habe, und das ist auch die dritte Frage in der Einladung gewesen, eben einen Obolus, einen Benefit für Mitarbeiter. Wie bauen wir das Ganze auf, dass eben der Mitarbeiter vergünstigt am Unternehmen Standort laden kann, beziehungsweise für einen Tarif laden kann, den Sie als Arbeitgeber, als Unternehmen festlegen? Sprechen wir hier von dem sogenannten Ladetarif Charge at Work. Und hier haben wir eine schöne Grafik mitgenommen, weil das ist einfach ein bisschen mehr zu leicht zu verstehen, beziehungsweise Bilder sprechen mehr als 1000 Worte. Haben wir hier natürlich einmal das Szenario, der Mitarbeiter nutzt sein privates Kfz, sein privates Fahrzeug und aktiviert diesen Ladevorgang. Dieser Ladevorgang wird dementsprechend mit einer Freischaltkarte erfasst und erstmal geprüft, beziehungsweise wird erstmal in der Kosten-App vollautomatisiert festgehalten. Und hier prüfen wir die Tarifierung, beziehungsweise den Tarif, den Sie hinterlegt haben. Und dadurch entsteht eine vollautomatisierte Rechnung an den Mitarbeitenden für diesen Ladevorgang. Und Sie erhalten eine Gutschrift, weil Sie ja quasi mit der Energie in Vorleistung gegangen sind. Und somit haben wir hier einen automatisierten Prozess, mit dem Sie so wenig Berührungspunkte wie möglich haben, aber eben die Möglichkeit geben, den Mitarbeitern sein privates Kfz zu laden für einen Tarif, den Sie hinterlegt haben. Das ist kein öffentlicher Ladepunkt, das ist ein reiner interner Ladepunkt. Und somit haben Sie natürlich ganz klar den Benefit für Mitarbeiter, die vielleicht nicht die Möglichkeit haben, zu Hause zu laden, sondern eben darauf angewiesen sind beim Arbeitgeber. Und das ist natürlich ein schöner Vorteil, ein schöner Benefit, den Sie den Mitarbeitern mitgeben. Und hierzu ist natürlich die wichtigste Frage, welche Art von Freischaltkarten gibt es? Welche Möglichkeiten haben wir denn hier da, um eben diesen Ladevorgang zu aktivieren? Und da ist es entweder so, ich fange mal rechts an, der Mitarbeitende hat die Möglichkeit, eben einen sogenannten
Charge-at-Work-Only-Tarif zu bestellen. Also das ist quasi eine Freischaltkarte, die eben nur für den Unternehmensstandort funktioniert. Mit dieser kann er dann eben die firmeninternen Ladestationen, Wallboxen aktivieren. Es wird keine Grundgebühr fällig, beziehungsweise vor allem ganz wichtig am Arbeitsplatz keine Blockiergebühr. Wenn der Mitarbeitende gar nicht seinen Kartenwirrwarr haben möchte, möchte eine Freischaltkarte nutzen, eben für den Unternehmensstandort sowie auch für alle öffentlichen Ladepunkte, haben wir den sogenannten Charge at Work Roaming, um eben flexibel in ganz Europa eben eine Karte zu nutzen. Das bedeutet, der Mitarbeitende hat den Zugang zu 400.000 öffentlichen Ladepunkten und hat aber mit dieser gleichen Karte eben die Möglichkeit, den Ladevorgang am Unternehmensstandort zu aktivieren, hat genauso den Benefit, eine Blockiergebühr an der firmeneigenen Ladestation und vor allem das Ganze ist monatlich kündbar. Ist natürlich ein riesiger Vorteil eben für den Mitarbeitenden. Jetzt habe ich Ihnen mal ganz, ganz viele Ladeszenarien, Lademöglichkeiten gezeigt und natürlich das Ganze ist nicht nur theoretisch möglich, sondern auch praktisch. Und hierzu haben wir passenderweise mal einfach mal ein Referenzprojekt mitgenommen, wie das Ganze aufgebaut wurde, beziehungsweise wo die Reise in diesem Referenzprojekt gehen sollte. Und zwar haben wir das Referenzprojekt Carl Zeiss AG. Carl Zeiss hat mit uns gemeinsam einen Projektumfang, eine Ladeinfrastruktur aufgebaut mit in der ersten Ausbaustufe von 250 Ladepunkten mit Wallboxen. Das Ganze im Contracting-Modul. Nicht nur an einem Standort, den man kennt in Oberkochen, sondern dementsprechend auch an den deutschen, an den Standorten in ganz Deutschland. Und ebenfalls parallel oder ähnlich wie die wachsende Kurve ist auch hier ein Wachstum geplant bis zu 600 Ladepunkten bis das Jahr 2025, was quasi kurz, wir sind quasi schon da. Und deswegen ist es natürlich wichtig, dass man eben hier auch bereits mit der Firma Zeiss beispielsweise so ein großes Projekt umgesetzt hat. Und da haben wir die einzelnen Bausteine berücksichtigt, wie vorhin gesagt. Leistung ist immer beschränkt verfügbar. Somit haben wir natürlich an den Standorten ein Lastmanagement berücksichtigt, an den jeweiligen Standorten. Dann haben wir eben die gesamte Flotte mit Mobility-Me-Flottenkarten ausgestattet, entweder dann mit dem Ladechip oder mit der App der Zugang. Die Mitarbeiter, die den Anspruch auf den Dienstwagen haben, haben die Möglichkeit, eine sogenannte Business-at-Home-Wallbox zu ordern bei uns. Mitarbeiter, die ihr privates Kfz laden, dürfen, wie vorhin beschrieben, für den vergünstigsten Ladetarif laden. Sehr, sehr interessant natürlich eben hier in der Region noch diesen Obolus. Und das Ganze läuft über ein Abrechnungsszenario vollautomatisiert. Hier haben wir noch passenderweise mal ein, zwei Bilder mitgebracht für Sie. So kann ein Ladepark in der Tiefgarage aussehen, sowie aber auch ein Ladepark quasi eher im Öffentlichen bzw. im Freien mit einem schönen USP. Wir haben hier die Spiralkabellösung, um eben keine Glattkabel auf dem Boden liegen zu haben, sondern vor allem, wir stehen leider kurz davor, vor der Herbst- und Winterzeit eben, bei Hausmeistertätigkeiten muss kein Kabel zur Seite gelegt werden, sondern hier kann man sauber, vernünftig arbeiten. Dann haben wir natürlich noch einen weiteren Screenshot, beziehungsweise noch ein paar Auszug von ein paar anderen Projekten, wie Sie sehen, haben wir da noch ein bisschen Erfahrung mitgebracht. Aber nichtsdestotrotz ist es natürlich wichtig, dass wir das Thema Sicherheit und Nachhaltigkeit ganz, ganz, ganz hohe Priorität genießen. Und deswegen haben wir uns natürlich als zentrale Aufgabe gesetzt, Informations- und Sicherheit und Umweltschutz zertifiziert zu werden, beziehungsweise da einfach einen großen Wert drauf legen, dass wir dementsprechend die passenden Zertifikate haben, um das eben Thema Sicherheit ganz oben mit einer ganz hohen Wichtigkeit zu priorisieren. Genau. Jetzt haben Sie von mir mal einen ganz groben Eindruck bekommen, wie man gemeinsam eine Ladeinfrastrukturlösung aufbauen kann. Falls ich jetzt schon bereits Ihr Interesse geweckt habe, dann melden Sie sich doch bitte bei Ihrem persönlichen Kundenberater der Erdgas Südwest oder auch direkt per E-Mail an die energie@erdgas-südwest.de und wir würden dann gemeinsam eben mit dem Kundenberater auf Sie zukommen und mit Ihnen dann eine mögliche Ladelösung ausarbeiten.